Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Game Review. Seit 26. April ist er endlich da, der lang ersehnte PlayStation-Exklusivtitel Days Gone. Schon seit das Spiel auf der E3 im Jahre 2016 vorgestellt worden war, freuten sich aber tausende Gamer darauf, endlich in die Rolle von Deacon St. John zu schlüpfen, sich auf sein Motorrad zu schwingen und sich sprichwörtlich mit ganzen Horden von sogenannten Freakers anzulegen. Aufgrund des Umfangs dieses Open-World-Games sind sicherlich immer noch viele Personen mitten im Spiel geschehen. Da ist der Zeitpunkt genau richtig, das Spiel nicht nur noch einmal kurz vorzustellen, sondern auch eine detaillierte Kritik dazu abzuliefern. Für jene, die sich noch nicht damit befasst haben, Days Gone ist vieles in einem. Zuallererst ist es ein weiteres von etlichen anderen Spielen, die nach einer Zombie-Apokalypse spielen. Wenn man an einen AAA-Titel denkt, bei dem sich alles um das Überleben in einer von Zombies überrannten Welt dreht, noch dazu exklusiv auf der PlayStation, dann liegt ein Vergleich zu The Last of Us sehr nahe. Dieses erfolgreiche Spiel der Firma Naughty Dog erschien bereits 2013 und erntete sowohl bei den Kritikern als auch den Fans höchstes Lob. Wenn man bedenkt, wie lange die Entwicklung solcher Spiele dauert, ist die Vermutung wohl nicht weit hergeholt, dass der große Erfolg von The Last of Us ein Grund dafür war, mit der Entwicklung von Days Gone zu beginnen, das 3 Jahre später mit dem ersten Trailer angekündigt wurde. Und zugegeben, es gibt einige Parallelen, aber auch viele Unterschiede dieser beiden Spiele. Beide Spiele sind im Survival-Action-Genre angesiedelt, man muss ständig die Augen nach Gegenständen offen halten, um sein Equipment verbessern oder reparieren zu können. Außerdem wird öfters die wertvolle Munition knapp, die man benötigt, um für Gefechte gewappnet zu sein, die hinter jeder Ecke lauern können, egal ob durch Freakers oder verfeindete Überlebenden suchen. Vor allem das Crafting-System mit seinen Nah- und Fernkampfwaffen, Bomben und Medikits erinnert sehr stark an The Last of Us. Der größte Unterschied ist aber, dass Days Gone keiner strikt linearen Story folgt, sondern ein Open-World-Erlebnis bietet. Man kann sich also von optionalen Nebenquests ablenken lassen, so viel man möchte, oder einfach selbst auf Erkundungstour durch die atemberaubend schöne Landschaft fahren. Es gibt auch Unterschiede zwischen den Zombie-Arten. Während sich die Erkrankung in The Last of Us an einem realen Pilz orientiert hat, Ophiocordyceps unilateralis, der den Wirt manipuliert, handelt es sich in Days Gone um einen Virus ähnlich der Tollwut, weshalb er auch Spezies übergreifen kann und man es mit mutierten Wölfen oder Bären zu tun bekommt. Außerdem bauen sich die Freakers Nester in Häusern oder Höhlen und rappeln sich so zu eben jenen Horden zusammen, mit denen bereits im Vorfeld fleißig Werbung gemacht wurde. Während man in anderen Zombie-Titeln meist nur panisch die Flucht ergreifen muss, wenn eine unüberschaubare Gruppe an Zombies in einer Cutscene anmarschiert, wird es in Days Gone oft sogar in Story-Missionen unabdingbar, die komplette Horde auszuradieren. Das liefert ein Gameplay-Erlebnis, das in einem Spiel dieses Formats bisher ungesehen war. Um ein Videospiel zu beschreiben, kommt man selten daran vorbei, es mit anderen zu vergleichen, zumal ja auch die Macher von anderen Spielen inspiriert werden. Doch nicht nur der bereits erbrachte Vergleich mit The Last of Us liegt auf der Hand. Wenn man sich im Open-World-Setting durch amerikanische Landschaften auf seinem Motorrad frei bewegt, erinnert das beispielsweise viel mehr an Reitausflüge in Red Dead Redemption 2. Zugegeben, so sehr man auch sein Motorrad schätzt und die Reise darauf genießt, man wird es nicht so ins Herz schließen wie seine treuen Rösser in dem Cowboy-Adventure aus dem Hause Rockstar. Aber es gibt ebenso viele Momente, in denen man während des Reisens nicht darum herumkommt, die wunderschöne Gegend zu bewundern und sich dabei völlig frei zu fühlen. Die wohl stärkste Schwäche des Spiels findet sich im Storytelling. Obwohl die Story an sich eine sehr solide und interessante ist, wird sie oft durch den Plot nicht optimal erzählt. Viele Momente werden nicht genügend aufgebaut. So ist beispielsweise der Anfang des Spiels sehr plump. In der allerersten Cutscene sieht man, wie seine Frau verletzt ist und in einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht wird, während man selbst zurückbleiben muss. Dieser Höhepunkt der Einführung, also unser Ziel während des ganzen Spiels, unsere Ehefrau wiederzufinden bzw. herauszufinden, was mit ihr geschehen ist, wird einem direkt ins Gesicht geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt kennt man die Persönlichkeit der Ehefrau noch nicht, geschweige denn den eigenen Spielcharakter. Man fühlt also überhaupt nichts, wenn das Ehepaar voneinander getrennt wird. Man hat noch keine Zeit gehabt, sich mit irgendwelchen Charakteren zu identifizieren oder sonst eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und prallt gleich ohne Anlauf direkt in den Schockmoment, bei dem der Schock so allerdings ausbleibt. Ein zweites solches Beispiel ist der beste Freund der Hauptfigur Deacon mit dem Spitznamen Boozer. In einer der ersten Missionen wird sein Arm von einer feindlichen Truppe schwer verletzt, um diese als Feindbild zu etablieren. Dabei kennen wir zu diesem Zeitpunkt unseren besten Freund ebenfalls noch viel zu schlecht, als dass uns diese schwerwiegende Verletzung ans Herz geht. In puncto Gameplay ist das sogar ein Vorteil, da man nun endlich alleine durch die Welt reisen kann, was sogar eher als angenehm empfunden wird. Es gibt auch noch andere Beispiele für einen übereilten Plot
Doch die beiden genannten sind erstens die schwerwiegendsten, außerdem geschehen sie zu Beginn des Spiels, weshalb sie kein Spoilerpotenzial bieten. Das Gute ist, dass die Charakterbildung bei Zeiten nur an verspäteter Stelle stattfindet. Es gibt nämlich durchaus die entzückenden Cutscenes, in denen man durch Flashbacks endlich seine Frau Sarah Whittaker kennenlernen darf und nachvollziehen kann, warum Deacon sie liebt. Auch Bruzas Handlungsstrang ist nach der Verletzung noch lange nicht vorüber und man baut als Spieler über einige Story-Missionen noch eine gute Bindung zu ihm auf. Wenn auch viel zu spät. Doch wenn man an diese ganzen Erzählschwächen denkt, muss man berücksichtigen, dass Days Gone das erste AAA-Spiel ist, das man im Sony Interactive Entertainment Band Studio entwickelt hat. Zuvor wurden dort zwar zwei Uncharted-Spin-Off-Spiele für die PlayStation Vita produziert, aber dennoch ist ein sofortiger Vergleich mit Naughty Dog unfair, die mit der Uncharted-Reihe und The Last of Us seit Jahren zu den weltbesten Entwicklern zählen, wenn es um Charakterbildung und Story geht. Anders formuliert, mit Days Gone hat sich Sony Band nun wirklich einen Namen gemacht und man darf gespannt sein, was dieses Studio in Zukunft für uns bereithält. Denn neben manchen Erzählschwächen und den völlig üblichen Bugs, die jedes brandneue Spiel in den ersten Wochen noch beinhaltet, wurde in Days Gone wirklich eine ganze Menge fantastisch umgesetzt. Zuallererst gibt es die Grafik zu bestaunen. Wie üblich kann man das Spiel auf einer PlayStation Pro in HD mit 60 Frames per Second spielen oder auf 4K aufskalieren, wenn einem die Auflösung wichtiger ist als die Framerate, die dann auf 30 FPS fällt. HDR wird, sofern man ein geeignetes Fernsehgerät besitzt, ebenfalls angeboten. Visuell ist das Spiel wirklich atemberaubend umgesetzt. Die Handlung spielt im US-Bundesstaat Oregon und die bewaldete, hügelige Landschaft ist der Realität nachempfunden. Es gibt sogar einige berühmte Sehenswürdigkeiten, die ins Spiel integriert wurden, wie der Mount Bachelor oder der Crater Lake inklusive Wizard Island. Es gibt natürlich auch Tages- und Nachtzeiten, die nicht nur optische Veränderungen, sondern auch Auswirkungen auf das Gameplay haben, da die Freakers sich in der Nacht anders verhalten. Wettereffekte sind ebenfalls integriert, es kann regnen und auch schneien. Was wirklich besonders betont werden muss, ist das gelungene Motion-Capture-Verfahren, besonders im Gesicht. Ich denke da gerne an Horizon Zero Dawn, das ebenfalls ein überragendes Spiel ist mit wunderschönen Landschaften und hervorragender Bewegungsanimation. Einzig und allein die Gesichter waren irgendwie steif und leblos. Das klingt jetzt schlechter als es ist. Die Texturen sind solide, die Haare sehen gut aus, aber es fehlt irgendwie das gewisse Etwas, um den Gesichtern wahrhaftige Persönlichkeit abzukaufen. Dieses Problem hat Days Gone mit seinen Hauptfiguren nicht. Die Cutscenes sind wunderschön anzusehen, die Personen sehen auch in Nahaufnahmen sehr gut aus. An der optischen Umsetzung dieses Spiels gibt es nichts zu bemängeln. Wie in jedem großen Open-World-Spiel ist man ganz zu Beginn etwas überfordert mit den vielen Möglichkeiten der Bewegung, des Kampfes, der Itemherstellung etc. Doch das Schöne an Spielen ist ja, dass man spielerisch lernt. Schon bald hat man den Dreh raus und manövriert sich geschickt durch die Welt, hat sein Motorrad in dem abwechslungsreichen Gelände im Griff, weiß, wie man sich lautlos durch gegnerische Gruppen meuchelt oder wann es besser ist, lautstark in die Offensive zu gehen. Auch die Möglichkeit zur Flucht besteht. Man sollte also immer genug Benzin in seinem Bike haben und genau wissen, wo man es abgestellt hat. In Lagern gibt es Mechaniker, um das Motorrad zu verbessern und Waffenhändler, um neue Waffen und Munition zu kaufen. Je mehr Jobs man für das jeweilige Lager erfüllt, desto mehr Geld hat man zur Verfügung und desto mehr Gegenstände und Verbesserungen sind auch erhältlich. Man kann auch wild jagen oder aggressive Wölfe eliminieren, um deren Fleisch an das Lager zu verkaufen. Wenn man Horden rund um das Gebiet eines Lagers ausrottet, steigert das ebenfalls das Vertrauen und die Chancen auf besseres Equipment. In Lagern von befeindeten Gruppen kann man, nachdem man alle Gegner besiegt hat, einen Bunker vorfinden und lernt dort oft neue Rezepte zur Herstellung von Gegenständen. Es zahlt sich also aus, nicht nur Story-Missionen auszuführen, sondern auch auf Erkundungstour zu gehen. Man sollte auch ständig die Augen nach Gegenständen offen halten, wenn man in der Nähe von Häusern oder Hütten ist oder eine Kolonne von Autos sieht. In den Kofferräumen und Motorhauben findet man oft wichtige Items. So haben beispielsweise Polizeiautos stets Munition im Gepäck. Die Freakers werden wie alle Zombies von Lärm angelockt. Wenn man also mit menschlichen Feinden oder wilden Tieren kämpft, kann es vorkommen, dass man auch Freakers anlockt. Man sollte sich also nie in Sicherheit wiegen und immer die Minimap im Auge behalten, auf der sich nähernde Gegner angezeigt werden. Alles in allem ist Days Gone ein gelungenes AAA-Erlebnis mit tollen Charakteren und einer spannenden Story, auch wenn diese ab und an leider nicht perfekt erzählt wird. Das Spiel sieht fantastisch aus, das Gameplay bietet zwar oft dieselben grundlegenden Aufträge, aber ist an sich abwechslungsreich genug, um nicht langweilig zu werden. In etwa 50 Stunden sollte man für das Spiel schon einrechnen, doch je mehr man erkundet, desto länger hat man was davon.
Und sollte man sich für die Platin-Trophäe interessieren, ist es gut zu wissen, dass es keine verpassbaren Trophäen gibt und es auch keine Rolle spielt, auf welchem Schwierigkeitsgrad man das Spiel beendet. Das war die heutige Game Review. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.